Jo Leute, und damit willkommen zu Yooka-Laylee oder Yooka-Laylee. Beim letzten Mal haben wir die Schweineritter gefunden, noch ein paar Seiten gefunden oder gekriegt. Und ja, jetzt müssen wir die, wo sich die Brücke biegt, die Weltenbrücke, glaube ich, irgendwie so. Ne, die Weltenrampe sich biegt. Und der Abgrund ganz nahe oder darunter liegt. So rum war das. Autsch, vergesse ich ja jedes Mal. Hallo. So. Die Frage ist, wo? Hier ist auch nichts unten. Ich schau mal. Eine Sache gucke ich mal. Das Schweinchen ist weg. Hallo. Autsch. Mann, wieso ich da immer reinrennen? Keine Ahnung. Ja, ist gut. Da komme ich auch nur wieder rausgerannt dann. Oder? Okay, da komme ich rausgerannt. Was? Ah ne, ich wollte schon sagen, ich bin kleiner. Frage ist, was ist hier mit? Ne, komm wieder nur raus. Okay. Hätte ja sein können. Aber immer komme ich da drüben raus und so. Hä? Ich renne hier nochmal rein. Ja, jetzt komme ich aus dem Schlangenmaul raus. Hm. Ist eigentlich noch was zu labern? Seht ihr den Eingang dort hinten? Ja. Kommt wieder, wenn ihr die Tropen für eine neue Expedition erwartet habt. Ah, okay. Was wird das denn heißen? Ah, guck mal einen an. Da kommt man nämlich noch hoch. Die Tropen weiter erweitert. Das war das Spielspielen. War doch so, ne? Ich hab's schon wieder voll vergessen. Meins. Das war das Spielspielen. Ist hier irgendwas gewesen? Wahrscheinlich ist da nämlich da oben drauf. Das wird wahrscheinlich ein spezieller Sprung sein, oder so. Irgendwie so. Irgendwas in der Art. Und das Ding da, keine Ahnung, wie man das macht. Ja. Hallo. Ja. Betäubt 30 Feinde, um diese Tunikum freizuschalten. Erhalte einen Superkracher. Energiebündel. Hamster, Jäger, Kokelium. Schließe die Geschichte von Yooka-Laylee ab. Ein wahnsinniger Effekt, aber was? Okay. Bald wieder auf Lager. Sag mal, alle Patches. Du musst selbst herausfinden, wie man es freischaltet. Schmetter 3. Schießt ihn. Steht da nochmal. Schließt die Geschichte von ihm, um diese Tunikum freizuschalten. Lachs. 52 Ghostwriter, um diese Tunikum freizuschalten. Versiegelt 10 Unterwasserfeinde. 30 Ghost und 10 Ghostwriter, um Tunikum freizuschalten. 10 Patches in Heroes Tower. Boiler. Okay. 100 Feinde, um Tunikum freizuschalten. Rolle verbraucht weniger Energie.
betäubt Rasi von ihm. Erhalte eine mächtige Kugel. Kumpelkracher. Energie fühlt sich schneller. Sammle Federn mit Yukas Echsenpeitsche, okay. Spüre, welche seltenen Objekte in der Nähe sind. Kein Trick wird länger. Ja, stand da ja nicht. Okay. Kann man denn eigentlich sehen, wie viel man erledigt hat? Ja, da Hillary Towers fehlt mir halt eine Feder. Was ist das ja? Da steht auch nicht, wie viele Feinde und so besiegt hast. Betäube 30 Feinde. Hallo. Lass mich. Man sieht's halt nicht. Und man schaltet es halt einfach so vorher dann. Smetterling. Ach, falsch. Ich musste ja rein dann. La 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 la. Hallo. Nein, lass mich. Autsch, ich hab keine Energie mehr. Deswegen. Ging das eben nicht. So. Okay. Autsch. Was fällt dir ein? Prima, du hast einen neuen Tonikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Komm da so hoch? Schade. Ne? Ja. Weiß gar nicht mehr, was war das? Super Kumpelkracher, oder? Nee, das war die 10 Federn. La 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 la. Rollen verbraucht weniger Energie. Leider kannst du immer nur eins aktivieren. Ja, verbraucht echt eindeutig weniger. Man kann aber auch noch weiter aufnehmen, hätte ich ja gesehen. Smetterling. Also der wechselt so die Kamera, wie du gerade stehst. Also. Hallo. Autsch. Sehr ruhig. Es ging noch weiter hoch. Aber irgendwie speziell wahrscheinlich nur. Nicht so. Wie soll das funktionieren? Fuck. Ja. Tja. Ich komme hier gerade nicht so wirklich weiter. Vor allem da mit dem Augen. Das sieht auch geil aus.
Bob. Vielleicht schaffe ich das jetzt. Das ist gemein gemacht. Fuck. Natürlich nicht. War ja klar. Wieso soll ich das auch schaffen? Das ist ja die Frage, wieso soll ich das denn auch schaffen? Ja, scheiß Kamera. Fuck. Warum? Tick, tack, tick, tack. Toll. Toll, toll, toll. So. Fuck. Na, geht doch. Oh. Jetzt hat's geklappt. Ich brauch die Feder noch. So. Und hier kommt man auch hoch. Ah, so. Deswegen. Ey, das, du musst echt richtig springen, ne? Gott, wie kommt man da hoch? Das ist mies. Ja. Da kommt man ganz schwer hin, das ist das Problem. Hallo. Yay. Ja, yay, ja, yay. Ist hier irgendwas? Ach so, dann nicht direkt da. Stirbt. Ja. Gut. Hier ist nix. Frage ist ja auch. Habe ich die nicht geholt gehabt? Wieder oben die Feder. Oder ist das halt noch eine? Was ist das? Kann man da rein? Ich glaube, das ist noch eine Feder. Und sonst kommt man hier eigentlich nicht drauf. Und zwar darauf zu kommen. Oh. Na geht doch. Was ist das denn? Wow, Lally. Schau dir diesen geheimnisvollen Piratenschatz an. Ich frage mich, ob es in der anderen Großwelt sehr mehr zu finden gibt. Okay. Privatplünderung. Erfolg. Gut zu wissen. Warte mal. Und sonst war das Ding da ja nicht. Krampus Schatzkammer. Feder. Feder. Oh, da. Noch eine Feder. Hallo, Bruder. Es gehört mir.
Alles gehört mir. Lady Lea Parlot kriegt heute Abend Steak und Tomma. Hallo, wir wurden von den anderen Rittern von Hamelot hergeleitet. Das ist auch die Brücke gewesen. Wir sind hier, um unseren Schatz einzusammeln. Also her damit. Welchen Schatz? Etwa den hier? Der ist gefälscht. Von vorne bis hinten. Alles nur Holz. Sir Scoffsalot war überzeugt, dass wir hier einen Pagey finden würden. Ach, das alte Ding. Das Stück Papier mit dem albernen Grinsen. Nehmt, was ihr tragen könnt, Leute. Mir bedeutet es nichts. Jo, die neue, nächste Seite. Danke. Nummer 9. Wie war es, 10 Seiten gab es in der Welt, ne? 145 insgesamt. Heroes Tower gibt es auch 20. Ne, 25 sogar. Oh Gott. Mann, ist das gemein. Okay. Eine Brücke ab und ja, hier. Genau das ist das Ding. Hallo. Hallo. Skip. Heyho, heyho, heyho. Aha, das sehe ich jetzt erst. Habt ihr das gesehen? Und zwar das kleine Ding hier. Das siehst du so gar nicht. Warte mal. Ah, da. Ah ja. Okay. Was bringt das hier drin jetzt? Gar nichts. Wozu kommt man hier hoch? da oben ist nix. Nö. Nee. Frage ist, kommen wir dann noch weiter hoch? Nee. Nee, kann man nicht. Wozu kommt man hier denn rein denn sonst? Hä? Ist ja gar nichts drin. Toll. Na toll. Was ist mit den Federn da oben? Wie komme ich da rauf? War ja klar. Einfach durchrennen jetzt. Autsch, kannst du ja nicht rüberspringen, toll. Liegt da was zwischen? Nein. Achso, das ist das Ding. Achso. Okay. Hätte ich auch runterrutschen können. Autsch. Hey, hey. Toll, keine Fehler. Hey, keine. Ach, guck mal einen an. Was habe ich denn da jetzt gesehen? Okay. So kommt man hier rein. Das bringt ja gar nichts. Oder? Nee. Okay. Wow. Das wäre wieder fast brenzlig geworden. So wie das. Merkwürdig. Aber... Wie? Wozu ist das Ding? Gar nichts, oder was? Na, hätte sein können.
Muss die Dinger irgendwas sagen. Ne. Einige Stellen kommt es wahrscheinlich echt nur ran, wenn man neue Fähigkeiten lernt. Würde ich so sagen. Schmetterlinge, Schmetterlinge, wo seid ihr? Hallo. Meins. Na gut, dann würde ich aber sagen, ich gehe mal aus dem Buch wieder raus. Zack. Meins. Meins. Und raus hier. Oh Gott. Auf jeden Fall brauchen wir noch andere Sachen. Irgendwelche andere Sachen. In der Welt gibt's noch eine Feder. Keine Ahnung. Was passiert? Ihr seid wieder da und lebt noch. Dieser Schlangentyp hat seine Wette verloren. Dieser Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Ja, wir. Moment mal, welche Wette? Diese Großwälzer können gefährliche Orte sein, aber es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Großwälzer wie diese hier können erweitert werden. Mit der Kraft der Pages, die ihr gefunden habt. Eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllen sie mit zusätzlichen Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Klingt cool, wie funktioniert das? Wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden, entweder erweitert ihr eine Großwälzer, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht Heroes Towers nach einem neuen Großwälzer, den ihr mit uns freischalten könnt. Erweitern oder erkunden? Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei euch beliebig. Hauptsache, ihr habt bei euren Abenteuern genug Patches gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Patches, um einen Großwälzer zu erweitern? Patchy? Das ist ganz leicht. Ihr tritt einfach auf den Schalter vor dem Großwälzer und drückt auf A. Ich werde dir sagen, wie viele Patches erforderlich sind und der Welt zu erweitern. Alles klar, wir machen dann jetzt mal weiter mit unserem Abenteuer und sagen dann noch, ob wir erweitern oder erkunden wollen. Okay. Ihr braucht 3 von uns Badges, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr die Stammblock-Tropen erweitern? Oder Tropen? Ja, gesagt. Troppen. Mal erweitere ich einfach mal. Boah, das Buch wird ja größer. Ehrlich. So, Grüße zählt, Errungenschaft freigeschaltet. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden. Bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Yooka-Laylee. Ciao, ciao.